Ja, Vitamine, künstliche Vitamine. Bei 120 Grad, da bleibt so manches Vitamin auf der Strecke. Das heißt, es muss dann wieder künstlich beigemengt werden. Es wird ja immer so ein bisschen abfällig über künstliche Vitamine gesprochen. Es heißt auf der anderen Seite, dass es gar nicht darauf ankommt, ob es nur natürliche Vitamine sind oder künstliche. Es gilt das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also wenn das Vitamin die erforderliche Struktur hat und es passt, dann ist es egal, ob es nun künstlich oder natürlicher Herkunft ist. Gut, ich bin nun keine Chemikerin. Es macht mich nur stutzig, dass bei der menschlichen Ernährung immer vor Fertignahrung gewarnt wird. Und in so mancher Fertignahrung, da sind auch künstliche Vitamine enthalten. Das wird aber nicht so besonders förderlich angesehen. Nur bei der Hundeernährung, da wird dann immer dramatisch vor dem Barfen gewarnt. Ja, man kann sehr viel verkehrt machen, das ist richtig, aber beim Trockenfutter oder auch beim Nassfutter kann man auch so viel verkehrt machen. Davor wird leider nicht gewarnt. Hinzu kommt, dass auch in natürlicher Nahrung die Bestandteile, weil sie ja teilweise noch miteinander eine Wirkung ausüben, dass sie sich teilweise auch verstärken. Also man spricht ja auch von sekundären Pflanzenstoffen. Und es gibt einfach so viel in natürlicher Nahrung, was so schwerlich nachgebaut werden kann. Also Natur lässt sich meiner Meinung nach nur ansatzweise nachbauen. Thank you.